Sieht mir nicht so aus. Don't see anything. Just wait, what's nothing? Okay. Just go on, Nexus. You'll get it. You'll get it. Das ist das Skeletten. Tschüss. Bye bye. Okay, Zombie. Ich weiß, dass du irgendwo bist. And I'll get you. Boah, ist das laggy gerade. Okay, das verwirrt mich gerade ziemlich. Wir sind gerade in einer Höhle, die unten offen ist, in einer fliegenden Insel. Okay. Blows my mind. Halt die Fresse. Ich hoffe, dass ich irgendwo hier Dias finde. Komm schon, Papi braucht ein neues Paar Schuhe. Nicht du, ich. Wie es aussieht, habe ich nicht sehr viel Glück bei meiner Suche. Vor allem, weil meine Pickaxe gleich alle ist. Oh nein, Kohle, ich werde dich nicht komplett abbauen. Du bist mir zu wertlos. Just a sec. Puh, klappt nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist die fliegende Wüste. Ja, ich bin endlich da. Oh mein Gott. Ein Hoffnungsschimmer am Ende des dunklen Tunnels. Was mich gerade auf die Idee bringt, hier ist ziemlich gute Aussicht. Ich meine, und da hinten sehe ich was, was runterfließt. Oh mein Gott, das ist ja perfekt. Da vorne ist die fliegende Wüste. Moment mal. Die Celestial Wastelands. Okay, dann haben wir unser nächstes Ziel. Wo auch hoffentlich der große... Ja, ich werde euch mal nicht auf die Folter spannen. Oder beziehungsweise ich werde es tun. Das ist nämlich eine große steinerne Überraschung für euch. Was euch unter Umständen auch auf eine Idee bringt, so von wegen Hints, die wir bekommen haben bis jetzt. Ich sage nur, the creeper in the sand holds a secret. Aber gerade habe ich andere Sorgen, nämlich... Warte. Ursprünglich hatte ich doch vor, dieses dumme Dias zu suchen. Ich habe mich jetzt die halbe Insel gegraben. Puh. Warte mal, habe ich noch eine Pickaxe dabei? Nothing. Ja, war mir ja klar. Ich hab... Ja. Toolbox. Hier mittendrin. Ja, ich muss mir halt ein paar Stone Pickaxes machen. Ich mache das nämlich jetzt so, ich baue mich mit den Stone Pickaxes weiter und sobald ich die Dias finde, baue ich die mit dem Eisending ab. Wow, fast ein Stack Eisen. Puh. So. Ja, ja. Ah, oh, gerade hätte ich es fast wieder getan. Nämlich, es ist jetzt so, die Toolboxes, die sind jetzt ein bisschen verbuggt. Sobald man, habe ich gerade Holz fallen lassen. Das ist, glaube ich, im Multiplayer nur so, ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall, wenn man was in die Toolbox tut und dann die Toolbox schließt, dann ist das ein sehr großes Verhängnis, denn die Items verschwinden dann. Und das will ich nicht. Stone Pickaxe, genau. Ordnen wir ein bisschen. Wir wollen ja nicht, dass hier Unordnung entsteht. So, Stone Pickaxes. Wo ist meine Eisenpickaxe? Da. Die benutze ich jetzt, um die Sachen abzubauen. Falls ich was finde. So. Ja, wie ihr seht, geht das jetzt ein bisschen langsamer. Das zum Teil auf den Sack geht. Ich muss mir nur merken, Moment. Exakt. Ja, exakt in Gegenrichtung vom Spawn ist die Wüste. Denn ich werde mich jetzt hochgraben. Es müsste bald Tag werden. Und dann gehen wir zur schönen Wüste. Ich weiß nicht, wie wir da rüberkommen. Wahrscheinlich müssen wir uns Dreck farmen oder sowas. Aber okay. Ich hoffe, es... Warte mal, ich guck mal kurz auf die Map.
Ascension Woods, ich bin da. Uiuiui, Moment mal. Das müssen sie sein. Ich nehme mal stark an. Puh. Nichts. Ich habe gehofft, dass hier irgendwo ein Haus ist, wo wir uns hinterlassen können und so. Ja, weiter Dreck. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Dreck unter dem Dreck ist, aber... What the? Boah, seriously. Das kriegst du zurück. Sterb. Puh. Oh nein, I'm not gonna die. I'm not gonna die. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss abhauen, ich muss abhauen. Habe ich irgendwas zu essen dabei? Ja, ein Apfel. Puh. Scheiß Creeper. Geh weg. Geh weg, Creeper. What the? Verdammten Creeper, ey. Ich muss den Apfel benutzen, sonst bin ich gearscht. Und ziemlich. Verdammten Buggen Creeper da. Scheiß Bug Creeper. Puh. So. Lass mich jetzt mal. Auf Sand laufen ist nicht sehr gesund. Ich werde mich jetzt mal verstecken. Das habe ich nötig. Und zwar derbe. Nein, ich will nichts mit den Bones. Lass mich in Ruhe. So. Puh. Ich will nur noch Fackeln setzen. Ja, gut. Oh, zum Glück. Danke, Mond. Danke, Mond, dass du verschwindest, du alter Sack. Okay, ich sehe die Wastelands. Bitte lass mich da heil ankommen, ohne dass ich ihn restarten muss. Okay, ein rascher Blick auf die Map sagt uns... Moment, wenn ich mal ungefähr wüsste, wie das hier aussieht. Dazwischen sind noch Inseln. Kies? Fliegender Kies? I don't know. Ja, offensichtlich befinden wir uns ungefähr da. Ach, ich kann das nicht so genau sagen. Ich muss gleich mal schauen, wo die Wastelands genau sind und wo ich mich in den Wastelands befinde, wenn ich erstmal da bin. Creeper, fall lieber runter. Geh weg. Oh. Ja, danke, dass du für uns schöne Sachen farmst. Ja, genau. Schön. So, jetzt müsste es langsam hell genug sein, dass keine Zombies mehr spawnen. Schnell, schnell. Oh, ich habe Angst vor Sand. Seriously. Ich habe Angst vor jeglichen Sachen, die runterfallen. Deswegen werde ich mich jetzt hier rumbauen. Ich sag euch, ich gehe kein Risiko ein. Ja, genau, so gehe ich. ja, leck. So, die Wastelands sind da und die sehen auch schon ganz schön schön aus. Aber we're still not there. Allerdings muss ich mir gerade überlegen, was mache ich nachts in den Wastelands? Da kann man sich schlecht runterbauen. Kann man sich allgemein schlecht vor Creepern verstecken, die in der Wüste sehr, 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 sehr gern spawnen. Ach du meine Fresse! Seht ihr das auch? Ja. Das ist Gold. Oh mein Gott, das ist viel Gold. Ich habe eine gute Idee. Habe ich irgendwas, was farbenfroh ist? Genau. Ich mache es so. Ich nehme die Lava. Und markiere genau da. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und markiere genau da, wo das Gold ist. Eine schöne Lavaquelle. Damit ich mich orientieren kann dran. Denn das Gold lasse ich mir nicht aus den Fingern gleiten lassen. Das lasse ich mir nicht aus den Fingern gleiten.
So, was machen wir so? Ja, schön. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir da rüberkommen. Offensichtlich müssen wir uns rüberbauen. Oh Mann, ich habe doch gewusst, dass ich das tun muss. Aber dann machen wir uns auf die große Suche nach viel Dreck. Pix, kommt her. Werdet jetzt zum Wohle meinerseits sterben. Oh, und droppen nicht mal was. So. Unser aktueller Stand ist knapp 2 Stacks. Das wird sich noch ändern. Ich werde mir ungefähr 3 Stacks farmen, bevor ich darüber fließe. Fliege, ja. Ich bin schon richtig gespannt, wie es da drüben aussieht und oh Mann, was ich da finde. Hoffentlich ist da eine nicht mal ein Häuschen oder sowas. Kein Häuschen auf der gesamten Wüste. Aber direkt neben der Wüste ist ein wenig von der Floaty Beach, wo in der Nähe ein schönes Hütchen ist. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen werde, aber es wird sich zeigen. Jedenfalls. Axt brauche ich sowieso gerade nicht. Oh, da ist meine Lava. Puh! Puh! Jetzt breche ich. Oh, oh mein Gott, nein! Wird jetzt der gesamte Wald abbrennen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hau ab, ich hau ab.